herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein besonderes Wimmelbuch vorstellen. Und zwar, wo ist der Zombies? Wie der Name schon sagt, in diesem Wimmelbuch, es geht darum, in Abbildung Zombies zu finden. Bestimmte Zombies, weil natürlich viele Zombies dort auftreten. Aber der Reihe nach. Fangen wir erstmal an, vorne das Buch vorzustellen. Natürlich markanter Titel. Und im Hintergrund sieht man schon, worauf die Reise hingeht. Im Hintergrund dann die ganzen Szenen, die sich auch im Comic selbst wiederfinden. Auf der Rückseite nochmal die kurze Beschreibung. Die Handlung ist simpel erzählt, erzähle ich euch gleich nochmal. Das Ganze ist für 16,80 Euro bei CrossCult entstanden, herausgebracht worden. Und natürlich nicht für Kinder geeignet, steht hier unten nochmal der Hinweis drauf. So, ich schlage das Ganze mal auf. So, hier kommen wir auch gleich zur Geschichte. Am 11. Februar bricht die Epidemie aus. Der Peters, der Doktor, infiziert sich mit dem Virus und schon am 20. Februar kann die komplette Familie fliehen. Und diese Familie mit Tieren muss man auf die nächsten Abbildung sich raussuchen. Also man hat hier eine Abbildung und man muss die ganze Familie finden. Und das Tolle an diesen Abbildungen ist, es ist einfach nicht nur ein Suchbild, sondern hier passieren so viele kleine Sachen, so viele kleine nette Randgeschichten, das ist echt irre. Hier hinten werden zum Beispiel Leute entlaust, hier übergibt sich mal einer, hier kriegt jemand einen Anfall, hier hängt ein Zombie durch die Decke, hier gibt es einen Überfall von Zombies und. Hier kriegt einer einen Tritt in den Hintern. Also es gibt hier so einiges zu sehen, auch hier auf diesem Bild im Vordergrund sind Radfahrer, aber hier mischen sich auch schon die ersten Zombies ein, aber es ist so eine ganz Komplettgeschichte. Hier ist die Welt noch halbwegs in Ordnung, das normale Leben findet statt, auch hier im Kaufhaus, da kann man natürlich auch wieder zweideutig sehen, hier wird geshoppt und telefoniert, also wie die Zombies quasi rumgerannt, obwohl es keine Zombies sind. Und hier hinten greifen schon die Zombies an und da oben, ja, geht es eher ums Einkaufen. Eigentlich eine richtig lustige Karikatur noch drinne. Also es gibt hier so einiges zu begutachten. Eine Sache schlage ich für euch noch auf. Ihr sollt das Comic ja auch kaufen und euren Spaß damit haben, weil ich hatte meinen riesigen Spaß damit. Hier zum Beispiel in der Schulkantine, auch ein großes Fest, quasi ein Zombiefest. Also diese Ausgabe kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Wo ist der Zombie von CrossCult? Richtig genial gemacht. Ein Wimmelbuch. Sucht den Zombies oder sucht die ganze Zombie-Familie samt Tieren in diesen Bildern. Macht einen riesigen Spaß. Das Geld ist wirklich sehr gut angelegt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert uns.